Sang- und klanglos wurde sie auf einem Dachboden deponiert. Dabei trägt diese Posaune einen klangvollen Namen, der für Qualität birgt. Schön, schönes Stück. Der Zug läuft einwandfrei. Da haben wir jetzt halt nur das Fett runter gemacht, damit es nicht eintrocknet, aber die ist spielbar. Ja. Deutsche Posaune halt. Was genau wollen Sie denn rausfinden? Mich würde mal interessieren, wie alt sie ist und ob man irgendwas zum Wert sagen kann. Ob das jetzt wirklich eine Posaune ist, die aufgrund ihres Alters einen gewissen Wert hat oder ob sie einfach, ob man eine Lampe draus bauen müsste. Grüß Gott. Guten Tag. Sie haben uns Ihre Posaune mitgebracht? Jawohl. Wo haben Sie es denn her? Ja, klassischerweise Dachbodenfund quasi, also von einem Kollegen. Der hat sie mir angetragen, hat sie beim Entrümpeln gefunden. Okay, nicht in der eigenen Familie, nee, sondern aus dem Freundeskreis. Genau, deshalb auch keinerlei Ahnung über Herkunft, Geschichte und so weiter, kann ich leider gar nichts sagen. Und habe gedacht, jetzt interessiert es mich doch mal, was die Firma Heckel so gemacht hat. Zur damaligen Zeit. Ja, Sie haben schon den Namen genannt, der hier auch zu beurteilen ist. F.A. Heckel, Friedrich Alwin Heckel, genau. Und darunter dann eben noch Musikinstrumentenmacher in Dresden. Heckel ist schon ein toller Name. Und der, es gab dann eben auch den Sohn, der dann nach dem Alwin gelebt hat und den Bau weitergeführt hat. Und man sieht so ein paar Merkmale, die für Heckel-Instrumente typisch sind. Also neben der Inschrift der sogenannte Heckel-Kranz, also hier dieser Eichenblätterkranz auf der Stürze, die dann hier sieht fast so aus, als wäre sie versilbert. Und dann hier ein schönes lackiertes Messing dann für die übrigen Bauteile. Hier hinten dieser Schnürdelkranz, der ist auch für Heckel typisch mit diesem Knopf da hinten dran. Also ist ganz unzweifelhaft, das ist tatsächlich ein Instrument aus der Instrumentenmacherfamilie Heckel ist. Es hat für die Posaune typisch diesen Zug, der auch recht leichtgängig ist. Verchromt dann wahrscheinlich sogar schon, damit es noch besonders gut läuft. Dann hier die Wasserklappe hier oben, wo, wenn der Spieler dann entsprechend lange gespielt hat, dann auch ein bisschen entwässern darf, genau, ja. Damit es noch hinterher ohne Blubbern tönt. Und ja, ein sehr schönes Instrument mit einer wunderbaren Anmutung. Ja, vielleicht zur Familie Heckel noch ein paar Informationen. Ja, vielleicht für den Bläser, für den Orchestermusiker ist Heckel natürlich ein ganz großer Name, weil die große Familie ja nicht nur in Dresden tätig war, sondern vor allem in Biebrich und dort mit Wagner natürlich aufs Engste verknüpft ist. Also in der Posaune fließen im Prinzip oder überlappen sich alle großen Bereiche des bürgerlichen Musizierens im 19. und 20. Jahrhundert. Erst die Militärmusik, dann natürlich Oper und Orchester und der evangelische Posaunenchor. Und speziell die Dresdner Werkstatt Heckel hat natürlich alle drei dieser großen Bereiche bedient. Und wofür ihr Instrument jetzt ganz konkret hergestellt worden ist, das lässt sich, wenn ihr Freund und seine Familie nichts mehr preisgibt, ja, dann nicht, ja, mutmaßlich schwer rekonstruieren. Aber das wären so die Spuren, denen man folgen könnte, wenn Sie noch mehr wissen wollen über die Besitz- und Funktionsgeschichte Ihres Objekts. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass das eine versilberte Stürze ist, die dann hier zu sehen ist, dann ist es schon nicht eine ganz einfache Produktion von Heckel gewesen, sondern ist dann schon vielleicht eher im Profimusikerbereich unterwegs gewesen. Und da sind diese Instrumente heute auch noch begehrt. Okay. Also Sie finden tatsächlich Orchestermusiker in der ganzen Welt, die sich für Heckel-Posaunen interessieren. Und so ein schönes Stück allemal. Also es hat keine Beulen, es hat keine Verformungen. Es ist wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand. Vielleicht muss man am Zug noch ein bisschen was richten lassen durch einen Blasinstrumentenmacher. Aber so ein Instrument kann durchaus 1.500, 2.000 Euro
bringen, wenn man das verkaufen würde. Okay. Aber da Sie selbst Musiker sind, vielleicht haben Sie dann doch Spaß, neben der Tuba vielleicht doch noch Posaune zu lernen. Ja, mal gucken. Also das ist wirklich ein besonders schönes Exemplar einer Heckel-Posaune. Und von daher danken wir Ihnen sehr, dass Sie die uns gebracht haben. Vielen Dank. Alles Gute. Danke. Auf Wiederschauen. Wiederschauen. Schön. Die Lampe ist vom Tisch. Ja, die Lampe wird's nicht, nee. Ja, jetzt muss man halt gucken, ob man jemanden findet, der daran Interesse hat. Oder ich muss jetzt doch noch anfangen, Posaune zu lernen. Das ist halt dann, ja, Tuba ist ja schon da, jetzt noch Posaune. Dann ja, bin ich bald ein Ein-Mann-Orchester.